So. So, euer epochales Tor ist jetzt auch im Eimer. Das ist im Eimer. Die Mauern sind gleich auch im Eimer. So, ich mache schon mal ein bisschen Platz für meine Kanoniere. Die brauchen wir ja auch. So, gut. 1, 2, 3, 4, 5. Könnt ein Stück zurückfahren. Angreifen. Okay, so. Ja, mach ruhig weiter. Dann muss ich da wieder 5 machen. Ich habe hier noch irgendwelche Krüppelgeschiffe. Na, genau. Also zumindest schon mal 1. Das müsste ich reparieren. Ich dachte, ich hätte sonst noch irgendwo 1. Bei der Gelegenheit könnten wir hier eigentlich auch mal einen Turm hinsetzen. Feindliche Schiffe attackieren eure Niederlassung. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. So. Also hier, bitte reparieren. Okay, das waren jetzt 2 Tonnen, die einfach wirklich weg waren für einen Eimer. Das war nicht so toll. Aber okay, so ist es jetzt halt. Gut, also wir bauen da oben nach wie vor Kanoniere. Wir haben da auch noch Schiffe. So. Ich würde gerne die Lebensmittel ein bisschen kürzen von dem. Und jetzt können wir die Farm platt machen. Wunderbar. Okay, theoretisch können wir von der anderen Seite auch noch Tabak platt machen und alles Mögliche. Die sammeln sich gerade bei den Marken. Schiff wurde repariert. Die sammeln sich gerade bei den Marken. Neue Einheiten sind bereit. Ja, ja, sie sammeln sich gerade bei den Marktplätzen. Dum, 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 dum. So, du bist repariert worden. Das heißt, wir können mit dir eigentlich mal da runterfahren. So, Kanonengießerei gibt's auch nicht mehr. Werkzeugschmiede funktioniert auch nicht mehr. Erzschmelze sowieso. Okay. Das heißt, ich muss eigentlich irgendwo
Da komme ich nicht hin, oder? Oh, doch, da käme ich hin. Das heißt, ich müsste irgendwo mal Erz bauen. Und da hätte ich sogar gar nicht wenig Platz für sowas. Ah, nee. Okay, das klappt dann nicht. Da gibt's nur Gold. Das würde da auch nicht klappen. Habe ich hier noch irgendwo Erz? Nein. Da hätte ich noch Eisen. Und da kann ich jetzt wahrscheinlich nicht bauen, weil ich die Rohstoffe nicht habe. Und zwar Holz. Okay. Dich wollte ich reparieren, genau. Das heißt, wir könnten theoretisch da oben auch noch ein bisschen rumholzen. So, was ich jetzt da natürlich machen wollen würde, da unten, ist, wie gesagt, ich will mich ja nicht unter Stress setzen lassen. Eine Einheit wurde ausgebildet. Wir können hier natürlich noch einkaufen, und zwar Stahl bei Gelegenheit. So, und wenn ich da mal bin, der ja bald fertig repariert ist, dann kann der hier schon mal Holz einladen. Schiffsreparatur beendet. Und mal nach da oben flitzen. Und was holst du? Du holst Alkohol und Steine. Und dann in Zukunft Erz. Und lädst dann hier auch noch Erz aus. Gut, dann kann man dich mal ruhig stellen. Dich kann man mal ruhig stellen. So. Tudel, tudel. Dass der immer den Konter so wieder aufbaut, das finde ich so faszinierend. Gut. Wie viele Kanonen habe ich denn eigentlich noch? 15 Tonnen. Wie viele Kanonen brauchen die? 2. Und 2 habe ich ja noch. Zack. Zack. Und der nächste ist gleich fertig. Da. Eine Einheit wurde ausgebildet. So. Das ist das, was ich immer meine mit Krieg in Anno. Ist super ätzend, weil er einfach so unglaublich langwierig ist. Wie gesagt, natürlich könnte ich jetzt viel größere, viel mehr irgendwas aufbauen, aber im Endeffekt ändert es nicht wirklich viel. So, dann müsste ich hier eigentlich hier rüber gehen können und genau, von da unten lang. Die Türme bauen sie keine mehr.
Mauern machen wir weg. Ich bin gerade ein bisschen wenig gesprächig. Das ist mir durchaus bewusst. So. Hab ich noch weg? Und machen wir dich noch weg. So, und dann kann ich da oben mal gucken. Dann kann ich da oben ja mal gucken. Eigentlich kann ich das schnelle Schiff nehmen für sowas. Genau, eigentlich wäre das viel... Ah, nee. Du warst ja, genau. Und das war eh der falsche. Neue Soldaten sind verfügbar. Da wollte ich hin. Genau. So, wir haben neue Soldaten. Die laden wir mal aus. Und dann werde ich doch mal hier nochmal hingehen. So, das mit den Türmen, das wird nämlich noch ein Schund. Genauso wie mit den Soldaten hier. Wobei das gar nicht so viele sind. Das heißt, ich müsste ihn nur locken. Und locken tue ich die, indem ich mit meinen Kanonieren die Stadt da vorne platt mache. Von mir aus auch den Kontor, das reicht ja schon. So, bitte da rein. So, und du bist jetzt bald da oben, oder? Wunderbar. Und dann kann ich eigentlich bei dir, bei der Route, nämlich sagen, das hier ist Drei Bergen. So, Route Drei Bergen lädst du in Zukunft Erz ein. Und in Ultio lädst du Erz aus. Genau. Dann kann man nämlich hier sagen, zack, und gut, das nicht. Dann kannst du hier sagen, zack. Wieder kein Werkzeug, oder wie? Habe ich jetzt gepennt? Soldaten sind ausgebildet. Das sieht echt so aus. Okay, dann machen wir die da mal weg. Nehmen wir dich mal. Da ist kein Werkzeug. Da ist kein Werkzeug. Oh, da ist viel Werkzeug, das ich gar nicht brauche. Dann holen wir dich mal ab, oder? Da, da. Wie schaut's denn jetzt mit Stoffen aus? Peu à peu. Okay. Dich können wir jetzt ausladen. Und dann gehst du bitte auf das Schiff. Und dann fahren wir doch wieder nach oben, laden die vom Schiff aus und... Dass der immer... Okay, ich meine, gut, klar, will der den Kontor nachbauen. So, dann würde ich dich mal nehmen und zu dir sagen, bitte düst doch mal dahin. So, und das Entscheidende ist ja, dass ich quasi alle Marktplätze zerstören muss. Und am besten von einer Seite kommend,
wo mich diese Türme nicht so gut erreichen. Da, 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 da. Aber das ist echt faszinierend, weil eigentlich... Ah, doch, vielleicht. Weil eigentlich dürften die Mauern nicht stehen, wenn der Marktplatz dann weg ist, der passende. Da, 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 da. So. 1, 2, 3, 4, 5. Kommen die Wachen schon? Na komm, auf ins Schiff. Und Gegenwehr. So. Die Frage ist jetzt, gibt's sonst noch irgendwo Soldaten. Zack, Shift. Shift und Shift. Es sieht gerade nicht danach aus. Okay. Dann werden wir jetzt mal einfach Stück für Stück die Stadt aufmischen. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. So, dann bin ich ja mal gespannt. So, dann machen wir mal Steuerung 3. Ich würde es übrigens mal wieder speichern wollen. Spielstand gespeichert. So. Gut. Dann könnt ihr mal den Arzt platt machen. Ich versuche gerade immer den Turm im Blick zu behalten, da sie mich dem nicht zu sehr näher. Okay, das wären hier. Und der nächste Marktplatz. Da unten ist noch ein Arzt. Dann ein Badehaus. So, wir können mal nach unten gehen und irgendwo dieses bescheuerte Denkmal hinhauen. Zum Beispiel da. So. Jetzt ist das mit dem Eisen auch ein bisschen hinfällig. Komm, hier die Kirche noch weg.